Die SUV-Welle reißt einfach nicht ab. XC40 heißt Volvos neuester Allrounder. Der 4,42 Meter kurze Schwede bringt nordischen Charme in die populäre Klasse der kompakten Lifestyle-SUV. Er rangiert deutlich unter seinem Markenbruder XC60. Seine angepeilten Konkurrenten heißen unter anderem Audi Q3, BMW X1 und VW Tiguan. Zu haben ist der Volvo XC40 ab Frühjahr 2018. Die Preise starten bei gut 31.000 Euro. Knapp 4,5 Meter. Damit ist Volvos kleinster SUV gerade recht für den Großstadtverkehr. Dennoch bietet er genügend Raum für Familie und Gepäck. Die immer beliebtere Klasse der kompakten SUV bereichert der kleine Schwede mit stilsicherem Design und hochwertiger Innenausstattung. Die Zweifarblackierung soll für einen außergewöhnlichen Auftritt sorgen. Sofort ist der XC40 an typischen Stilelementen wie den Scheinwerfern als Volvo erkennbar. Allerdings wirkt er im Detail deutlich dynamischer als seine Markenbrüder und soll jüngere Kunden ansprechen. Wie alle Volvos zeichnet sich der Kompakt-SUV durch ein hohes Maß an Konnektivität und Sicherheit aus. Dazu gehören zahlreiche Assistenzsysteme, die den Alltag im praktischen Allrounder zusätzlich erleichtern sollen. Bis Tempo 130 fährt der XC40 teilautonom. Für die Rückkehr ins Segment der kompakten Lifestyle-SUV nutzt Volvo eine völlig neue Plattform seines chinesischen Mutterkonzerns Geely. Der künftige Basisbenziner beim Volvo XC40 hat 3 Zylinder und 156 PS. Weitere Benziner und Diesel leisten bis zu 247 PS. Hybridantrieb soll später folgen. Den XC40 bietet Volvo zunächst nur mit Allradantrieb an. Automatikfans freuen sich über 8 Gangstufen. Bei 31.350 Euro startet die künftige Basisversion mit Frontantrieb. In seiner Klasse ist der Schwede ein relativ erschwinglicher Premium-SUV. Somit könnte der XC40 ein neuer Erfolgsgarant für Volvo werden.